Tada! Also, aktivieren. Okay. Und so wartet ein epischer Kampf bestimmt. Was ganz episches. Mein Knapsack ist sogar halbwegs leer. Das ist doch ein Fire Resistance Schuh, oder? Ne, Feather Falling. Komm, Gas. Spawn, Gas, Königin! Spawne! Willkommen zur neuen Folge Shine. Wir haben heute etwas mehr oder weniger zu klären. Und zwar die letzten beiden Folgen, die ich aufgenommen habe, die Folge 37 und 38 müssten das gewesen sein, funktionieren nicht. Ich habe in meiner Intelligenz mal wieder es hinbekommen, meine Aufnahmen kaputt zu machen. Ich weiß nicht, wie ich das immer hinbekomme. Es ist einfach, ich glaube, in Folge 4 so gewesen, in Folge 21 oder so musste ich mir eine Audiospur von wem anders nehmen, die Videospur ist heile geblieben. Und jetzt ist es einfach so gewesen, dass in der Folge 37, glaube ich, also in der ersten von den beiden Folgen, die Ascalter ist, die müsstet ihr auf seinem Kanal sonst finden, meine Audiospur ging, aber die Videospur nach 2 Minuten war da so ein, wie so ein, als hättet ihr gegen euren Bildschirm geboxt, das Bild. Es war einfach nur so, wie so ein Riss im Bildschirm. Es war einfach nicht mehr sonst da. Ich weiß nicht, was das ist. Und die Folge, dann die nächste, die, ich weiß nicht, die ist noch nicht hochgeladen, deshalb erzähle ich nicht, was wir machen, mit Basti und Veni. Da war das ähnlich, da war nur noch nach 1 Minute mein Audio kaputt und nach 3 Minuten das Video kaputt. Jetzt bin ich in Eternal Frost gegangen, was mache ich da? Verdammt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und diese Aufnahme hier, ich habe jetzt gerade einfach nur eine Viertelstunde hier, bin ich im Kreis gelaufen, habe gesprochen und Veni hat mitgesprochen. Veni kommt auch gleich noch in die Aufnahme rein. Wir machen was zusammen. Da hat alles funktioniert. Ich hoffe, dass diese Aufnahme jetzt funktioniert. Das ist erstmal keine Facecam dabei, weil ich mir da jetzt nicht die Mühe machen will, kann, muss, werde. Ich muss von euch jetzt einfach wissen, was machen wir mit diesen verlorenen 2 Folgen? Und zwar ganz ehrlich. Entweder ignorieren wir das, ich setze 2 Tage aus, oder im schlimmsten Fall muss ich irgendeine Strafe machen oder aus dem Projekt austreten. Ich muss mit Flo natürlich auch noch drüber sprechen, aber in erster Linie geht es mir darum, was ihr Zuschauer sagt. Ja, das ist das allererste. Als zweites sieht man, hier ist ein schönes Texture-Pack drin. Ich habe mir gestern Abend irgendwann, als ich nach Hause gekommen bin und so, die Mühe gemacht und mal alle möglichen Patches und sowas, was ich gefunden habe, zu allen möglichen Mods genommen und mit dem Specs Texture Pack zusammengepackt. Und die einzigen Texturen, die ich jetzt so nicht gefunden habe, sind der Eternal Frost, der Erebus, in dem wir noch nie drin waren, glaube ich, und ganz paar Items. Man sieht hier vielleicht mal so eine Blume aus diesen Pams Mods oder, also es gibt kaum Items, die nicht gemoddet sind, nicht texturiert sind oder was auch immer. Dann Lycanids Mobs ist nicht texturiert, weil die Monster halt auch einen eigenen Texturstil haben und sowas. Aber Simple Ors ist texturiert, Soundcraft ist texturiert, Enchanting Plus. Unser ganzer Soundcraft Altar hier ist texturiert, den wir auch in der letzten Folge eigentlich gemacht hätten. Das zeige ich euch gleich nochmal, was wir gemacht haben. Kristalle sind soweit texturiert, bis auf dieses hier, weil diese Texturen anscheinend nicht veränderbar sind. Telepads sind gemacht. Die ganze Slime-Insel ist gemacht. In die Hölle gehen wir nachher nochmal kurz rein. Hier ist alles schön gemacht, wir gehen mal einmal runter. Dann seht ihr da auch nochmal alle Texturen, die gemacht sind. Ihr seht, dieses ganze Bale hier und alles ist gefärbt. Das Holz da hinten von Balui, Schlendi meinte ich, ist gemacht. Jetzt laufen wir mal kurz zu Veni hier vorbei, der ja eh noch in die Aufnahme kommt. Ist er zu Hause, dann bringen wir ihn um. Und jetzt machen wir in der Folge dann. Hulululu. Hier ist kein Veni. Kein Veni, kein Veni, kein Veni. Komm, wir machen Blut in seine Smeltery rein. Wir sind ganz böse. Muhahaha, da ist ja gar kein Blut gekommen, hä? Oder hat er schon Blut drin? Egal. Jetzt auf jeden Fall nicht so. Oh fuck, jetzt habe ich sein Wasser. Jetzt hat niemand gesehen. Dieses Cold Touch regt mich sowieso so mega auf. Ich werde das jetzt erstmal von meinen Schuhen runter machen. Aber zuerst noch einmal eine Zusammenfassung von dem, was wir gemacht haben. Wenn ich nicht irgendwie aus dem Projekt rausfliege oder aussetze, werde ich höchstwahrscheinlich heute Abend auch einen kleinen Livestream machen, weil ich die nächsten Tage keine Zeit dazu habe und mir einfach dann die Zeit nehmen würde, mal die Insel ein bisschen aufzubessern. Das hat sich irgendjemand hier schon mal dran gemacht, ein bisschen, und die Kisten zu sortieren. Ist das was? Warte mal, was ist denn das? Guck mal da. Die Trapdoors hier hatte ich gebaut, noch letzte Folge, aber plant wahrscheinlich weiß oder ist kalter irgendwas. Aber warum ist hier auch offen eigentlich die Wand? Da sind die Kristalle hinter? Das verstehe ich jetzt nicht. Was ich hier mache, ich nehme jetzt einfach mit und stelle die woanders hin. Ich weiß nicht, was die hier sollen. Das steht ein bisschen. Das finde ich nicht gut. Die Position gefällt mir nicht. Die stelle ich jetzt einfach mal hier vor unsere Betten oder so. Die Kisten werden wir dann in dem Livestream machen oder sowas. Ich weiß es nicht. Das finden wir dann schon noch. Aber ja, zum Wochenende hin wird auch dann das Modpack irgendwann hoffentlich geupdatet, dass wir Soundcraft 4.1 drauf haben und nicht mehr. Oh fuck, ich habe die Leitern abgebaut. Und nicht mehr Soundcraft 4.05.
dann klappt auch alles etwas anders. Und was wir jetzt in dieser Folge machen können, sind drei Sachen. Zum einen würde ich einmal die Ghast Queen ganz gerne töten. Das ist so eine Mini-Boss-Version von einem Ghast in der Hölle. Das geht relativ schnell. Dann würde ich gerne dieses Sword of the Sapphire und vielleicht sogar den Renfolk Key of Uprising hier machen. Wir haben das hier in der letzten Folge hinbekommen, dass das hier alles läuft. Das könntet ihr bei Ascalta, soweit ich weiß, sehen. Und dann in den Eternal Force vielleicht nochmal zwei, drei Dungeons machen, denn die Rüstung da ist wirklich cool. Das hatte ich eigentlich erst später vor, aber Veni hat mich darauf angesprochen und deshalb dachte ich mir, machen wir das jetzt. Hier, das Ganze verändert sich auch noch in den kommenden Update dann. Das ganze Minispiel ist anders geworden und ja, ich würde sagen, wir haben jetzt aber eigentlich das hinter uns gebracht, was wir hinter uns bringen wollen. Und deshalb könnte ich mich jetzt eigentlich schon mal langsam entmuten hier auf dem TS. Also Achtung, es kommen gleich Geräusche. Achtung! Da, da sind wieder Geräusche von mir. Und jetzt hört man mich auch auf dem TS. Wir können jetzt mal damit anfangen, dass ich noch eine Sache machen wollte. Und zwar wollte ich mir ein Amethyst-Oberteil craften, weil mir das Diamant-Oberteil nicht reicht. So, das Diamant-Oberteil können wir dementsprechend de-enchanten oder so. Enchanten so. Und dann hingegen die Amethyst-Plate hier mit Protection 5 und Unbreaking 3 und Fiery Aura mal kurz verzaubern. So, Slowfall haben wir schon, also brauchen wir den Rest nicht mehr. So, dann haben wir das da drauf. Hier kommt Cold Touch runter hingegen. So, kriegen wir sogar drei Level wieder dazu. Hier ist das drauf auf 3, 5 und 3. Der Hi. Bogen... Ah, Veni ist auch da, hallo. Veni ist jetzt fertig. Oh. Ja. Ich habe auf dich gewartet eigentlich, nur noch kurz ein bisschen geredet, damit ich Zeit verschlagen kann, dann sehe ich, oh, da hast du dich nicht. Ja, ich hätte dich angestupst oder so, aber ich dachte mir nicht, dass ich dich jetzt anstupse und dann sagst du, dann sterbe ich, weil ich mein Spiel minimiert. Du bist das? Passieren du spielst auf Vollbild? Oder wie? Hä? Nein. Egal, auf jeden Fall ist Veni jetzt da, hallo Veni! Hallo. Und jetzt bringen wir ihn um. Nee, das wollte ich ja in meiner Folge heimlich sagen, oh, ich habe mich verraten, glaube ich. Verdammt, ich habe mich verraten. Wollen wir nochmal hier eine Gasträne oder sowas? Ich brauche eine einzige nochmal. Den Rest ich weiß, wo ich Gas drin herbekomme. Müssen wir auch noch welche holen, auf jeden Fall. Wollen wir die Folge jetzt noch in Eternal Frost gehen, oder? Können wir auch gleich noch machen, ja. Ah, hier ist das. Ich würde einmal kurz mir so eine Gas Queen gerne anschauen. Ich wollte auch die Eternal Frost eigentlich erst später machen, aber du hast mich jetzt dazu gebracht, dass wir das jetzt machen. Aber diese Gas Queen hat laut Forumseintrag nur 40 Herzen. Das heißt, ich boxe die einmal mit meinem Schwert oder zweimal mit meinem Feiern und sie ist down. Und dann gibt's jede Menge Gas drin. Wirklich, viele gibt's nicht. Da steht Standard-Gas-Drops plus... Echt? Gas-Eye. Ja, das war halt noch eine Sache, die wir uns angeguckt hatten. Nether X-Mod. Ganz genau. So, ich brauche jetzt nur noch drei Obsidian. Ich will nicht das Höllenportal dafür abbauen. Aber wahrscheinlich, wenn ich in die Hölle reingehe, ist da wahrscheinlich drei Obsidian, so ein Portal noch, was ich abbauen kann. Mal schauen. So ein Uncrafting-Table wäre auch mal was Geiles, fällt mir gerade so ein. Hier, da. Was ich mir noch anschauen wollte, was ich total vergessen hatte vorher, war der Temple Caller. Weißt du, wofür der da ist? Der ist für Hardcore Ender Expansion. Damit kannst du, wenn wir irgendwann mal ins Aua, jetzt habe ich meine Hand auf den Tisch gehauen. Was mache ich denn hier? Wenn wir irgendwann mal ins End gehen, können wir damit die besonderen Bosse da spawnen. Im End gibt es richtig coole Sachen. Jetzt hat das Obsidian wieder hingebaut. Richtig coole Sachen, aber wir können ja noch nicht ins End gehen. Das machen wir später erst und so. Mhm. Vor allem, weil wir vielleicht auch noch Hardcore Ender Expansion auf die 1.4 updaten wollen. Was ich gerne machen würde, aber Flo meint, das ist ein bisschen buggy, die Version. Da müssen wir schauen, wie das dann abläuft. So, jetzt habe ich mir drei Obsidian. Wir hatten da bei meinem Dingens mit Cobblestone gebaut, bei meinem Grund. Ich wollte deinen Kopf einbauen, dem wird sonst kalt. So. Ich wollte nur lieb sein. Die stört das wahrscheinlich, aber ich wollte lieb sein. Sonst friert dein Kopf noch und er stirbt. Der Kopf verstirbt einfach. Der Kopf verstirbt. Er steht einfach so im Stein. Wenig Kopf was slain by cold. Nein, Eternal Force könnte sogar passieren, dass dein Kopf stirbt durch cold. Mein Kopf vor allem. Also du! Also dein Kopf. Ja. So. Okay. Ja. Jetzt geht's wieder auf nach Hause. Telepad Power. So. Und dann kann man die Gas Queen auch in der normalen Welt spawnen und spawnen ist sie neben deiner Smeltery. Keine Ahnung. Damn, I forgot my Telepathy gestern. Ja, dann gib mir eine neue! Oh! Ich vergesse die einfach jedes Mal. Ich packe die am Anfang jeder Folge aus dem Inventar raus und nehme sie am Ende oder so nicht wieder mit. Hier ist ein Torpicorp-Portal. Oh. Also so mit Specs sieht das alles schon ganz nice aus, muss man mal sagen. Auch wenn ganz paar Texturen nicht geupdatet sind, so wie diese Blätter da drüben. Hier ist fast alles geupdatet jetzt perfekt und so. Ah, oh, es ist schön, schön. Das ist mal was anderes, als die ganze Zeit nur im Default zu spielen scheinen, so. Spellbound hat auch noch keine Texturen. Ach stimmt, du hast jetzt ein Swagspack. Ja, ich habe mir da gestern Arbeit gemacht. Ich werde das nachher auch in den Config posten, dass die Leute das runterladen können. Aber erstmal wollte ich mir das hier selber anschauen, ob alles funktioniert und nicht, dass es zu irgendwelchen Abstürzen kommt oder mir irgendwas auffällt, was wirklich abrupt arg fehlt oder arg Fehler verursacht. So. Ich werde es nicht benutzen. Max Facts überhaupt nicht. Ich mag es eigentlich ziemlich gerne. Das ist mega overhyped als Texture-Pack, aber YOLO. So, was wollte ich... Ich mag die Texturen an sich überhaupt nicht. Ich würde bei den Items nichts wiederfinden.
Da gewöhnt man sich das aber mit jedem Texture Pack. So. Mein Lieblings Texture Pack ist und bleibt aber das Misa Texture Pack, nur dass das nicht mehr geupdatet wird jetzt zu 1.7. Oh, ich hasse dieses Texture Pack noch mehr. Und dass es leider keine Mod Support dafür gibt irgendwie. Ich finde das ziemlich schade. Du magst genau die Texture Packs, die ich überhaupt nicht leiden kann. Magst du John Smith? Ich mag nur die voll ähnliche Texture Packs. Ja, R3D Craft finde ich aber auch ziemlich geil. R3D Craft ist cool, aber ich finde sowas wie Faithful oder halt einfach nur so, wo nur ein paar Sachen, wie zum Beispiel manche Items verändert sind, finde ich auch relativ cool. Was habe ich jetzt auch gerade? Ich habe ein Default Pack mit Custom Sky und Custom GUI. Okay. Kann ich ja im Modpack auch verwenden, dann einfach. Ja, klar. Ich würde ganz gerne mal eben noch einen Fire Resistance Kristall machen, bevor wir in die Hölle gehen wieder. Das wird voll geil, so ein Fire Resistance Kristall. Ich weiß, dass wir die Shards dafür haben, also suche ich mal ganz kurz die Kisten hier. Es regnet, oder? Bilde ich mir das ein. Willst du schlafen gehen? Ich kann mich gleich schlafen legen, wenn ich das gefunden habe, ja. Okay, weil ich bin gar nicht zu Hause. Ich hole gerade ein paar Gas drin. Wo holst du die denn her, bitte? Ich habe noch einen Dungeon, wo ich auf der Nether-Ebene die Kisten noch nicht gelootet habe und da sind extrem viele drinnen. Achso, ich krieg die durch ein Looting 3-Schwert von diesem besonderen Enderman. Ich stelle mich da einfach hin, töte ein paar und habe ganz viele. Ah, die weißen Endermen sind das, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, welche, aber ich hab immer plötzlich welche im Inventar. Wo immer sie herkommen. Ja, wo sind denn die Kristallschatz? Ich weiß, dass hier noch welche waren. Ziemlich viele in einer. Ah, da. 4 Stück für Fire Resistance. Was haben wir noch? Jump Boost, Poison. Den Poison-Kristall wollen wir nicht machen. Stärke haben wir eh schon. Water Briefing brauchen wir nicht. Jump Boost. Ja, gut, dann machen wir einen aus. Ah, wir haben gar keinen Obsidian dafür, fällt mir gerade so ein. Scheiße. Ah, Jolo, dann gehen wir jetzt ohne Fire Resistance in die Hölle und machen den Gas da tot. Easy. Ja, wenn die wirklich nur 40 Herzen hat, also 40 HP, ein Gas hat nur 10, also das Vierfache eines Gas, dann ist die nach. Weiß ich nicht, dann guckt die mich einmal dumm an, schießt einen Feuerball auf mich und ich hab ihr schon 3 Schellen gegeben und sie ist tot. Bam. Okay, so. Sind wir da? Jetzt müssen wir irgendwo eine halbwegs lavafreie Fläche finden, weil ich nicht in der Lava gegen sie kämpfen möchte. Das wäre weniger vorteilhaft. Hab ich macht ja eine vollfette Explosion, wenn es spawnt, ne? Ich weiß nicht, wie fett. Wirst du dann gleich sehen, glaube ich. Hast du ihn schon mal gespawnt? Nee. Also, da steht 5 Sekunden bis 2 Minuten, ob man Zeit zum Weglaufen. Ich gehe einfach ein bisschen auf Distanz, spanne meinen Bogen und warte darauf, dass sie sich verprügeln lässt von mir. Die olle Bitch. So, hier kannst du spawnen. Erste Gastrainer. Tada! Also, aktivieren. Okay. Und so wartet ein epischer Kampf bestimmt. Das ist ganz episch. Mein Knapsack ist sogar halbwegs leer. Das ist doch ein Fire Resistance Schuh, oder? Nee, Feather Falling. Komm, Gast. Spawn, Gast, Königin! Spawne! Spawne! Da ist die Ghast Queen und sie schießt Feuerball auf uns und sie hat einen Feuerball wieder ins Gesicht bekommen und jo, 29 Schaden und warte, noch ein Feuer muss treffen. Trefft sie nicht, aber sie schießt sehr viel schneller Feuerbälle. Sie könnte fast gefährlich werden, hätte man nicht solche ausgerüstet und sie ist tot. Okay. Best Kampf ever. Good game, Ghast Queen. Ich habe einen Ghast Egg bekommen, aber eine Ghast Träne habe ich gerade nicht gefunden, hier bei Zufall, zumindest bis jetzt. Ja, wenn du eine normale Ghast Träne drops hat, dann muss ja ganz gedroppt sein. Droppen Gast nicht zwangsläufig. Nicht immer, nicht? Nee? Nicht immer. Ja gut, ich habe jetzt ein Gast-Egg und daraus kann man ein Inferno-Staff machen. Ja. Das war ein richtig epischer Bosskampf. Der Inferno-Staff schießt zu Feuerbälle wie ein Gast, wenn ich es richtig weiß. Ich kann ihn gleich mal dir ausprobieren, wenn du möchtest. Richtig. Danke, mache ich, okay. Moment, was war das denn? Achso, das ist auch vom Better Grass und Leaves, diese Seelen, die hier aufsteigen aus dem Soul Center. Das ist richtig geil. Ach, es gibt schon Sachen, die sind cool. Jetzt ist mir trotzdem die Frage, wie ich in die Nether-Ebene komme. Ich finde den Gang nach unten nicht mehr. Nether-Ebene? Bau dich doch einfach runter ein Stück. Das ist nicht immer direkt da drunter, ist das Problem. Moment, ich werde gleich mal eben, bevor wir dann in Eternal Forest gehen, die Tür aufmachen, weil jetzt schon wieder jemand das Bedürfnis hat, die ganze Zeit zu klingeln. Ich mag Klingeln in der Aufnahme. Das ist das Einzige, was einfach richtig hässlich unnötig ist. So, landen, ins Portal. Ja, doch überhaupt. So, während wir ins Portal gehen, bin ich ganz kurz weg. Okay. Ich frage mich immer noch, wo dieser Gang ist. Hier vielleicht? Mal schauen. Ja, Viecher. Aber es ist nicht das, wo ich hin wollte. Verdammt! Oh. Das ist gut, das Licht. Hallo! Ich bin wieder in deiner Aufnahme! Hallo. Hab dich versaut, oder? Ja. Geil! Also was wir mitnehmen müssen, einfach nur in Eternal Forest, ist irgendwas, ist ein Feuerzeug und ein, oh fuck, ein Ghoul. Mann, hab ich nicht kommen sehen. Und ein paar Blöcke zum Hochbauen, halt, weil diese Dungeon Stones immer an den Failings oben spawnen oder wie auch immer das heißt. Okay. Was bist du denn für ein riesiges, fettes Blatt? Hilfe! Das ist einfach so ein überdimensional großes Blatt gerade gewesen, was vom Baum gefallen ist. Einfach so, das hat meinen ganzen Bildschirm fast eingenommen. Toll. Also so ein, von Weather Mod oder was? Nee, von Better Grass and Leaves. Das liegt, glaube ich, an dem Texture Pack.
So, auf nach Hause. Ach, diese Schuhe sind schon schön schnell. Ich weiß nicht mal genau, welche Rüstung ich mir holen wollte, aber Veni hat sich das schon alles perfekt aufgeschrieben, was er haben wollte und so. Ja, und du willst genau die gleiche. Bin mir nicht sicher, ob ich genau die gleiche will. Aber wenn du das sagst, dann will ich genau die gleiche, okay. Nee, wir holen uns einfach mal alles. Ich fände es tierisch geil, diese Rüstung, die Feuerernte einmacht. Auch wenn man damit alle Wälder in Brand steckt und sowas, aber YOLO. Ja, das sind die Schuhe von der Satan-Rüstung. Satan! Das muss jetzt sein. So, Inventar leeren. Dann brauche ich noch zwei Blade-Wards eben. Die haben wir bestimmt hier. Da. Nein, da. Nein, da. Nein, da. Verdammt, wo sind unsere Blaze-Wards schon wieder hin? Ich hatte noch welche, das weiß ich. Ich weiß vor allem, dass ich welche noch hatte. 8 Stück oder so hatte ich sogar noch über. Hier, nein. Hier. Oder ist noch eine Gastrinne? Ach nein. Wie viel brauchst du denn jetzt für Sinicide oder wofür farmst du? Ja, für Sinicide farm ich gerade. Was willst du dir aus Sinicide machen? Einen Bogen erstmal. Stimmt, das wollte ich auch noch machen. Und ich weiß nicht. Ich muss mir das noch anschauen, wie viel besser die Rüstung ist als Cracknor Ride. Ob sich das wirklich lohnt. Ich habe mir eine Amethyst-Rüstung gemacht und ich habe mir das angeschaut, wenn ich. Ich habe jetzt 10 volle Rüstungspunkte. Wenn ich meinen Helm absetze, ändert sich nichts. Wenn ich mein Oberteil ausziehe, verliere ich 2,5 Rüstungspunkte. Wenn ich meine Hose ausziehe, verliere ich nochmal 5 Rüstungspunkte. Und eine Diamanthose macht nur 3 Rüstungspunkte oder 3,5. Die Amethyst-Hose macht einfach mal 5. Ich hab mehr als 10 Rüstungspunkte mit 2 Amethyst-Teilen alleine nur. Dann ist das Teil schon extrem gut. Gut, ist noch Protection drauf, aber das. Zeigt sich nicht als Punkte an, soweit ich weiß. Ja, okay. Die Rüstungspunkte sind einfach vom Material ausgehend. Ja, das dachte ich aber auch. War mich aber sicher. Den Sinicide-Bogen werde ich mir auf jeden Fall machen. Ja, das wollte ich auch noch machen. Ich habe mir vier Onyx übrigens von dir geklaut, ne? Die Räume in den Roguelike Dungeons, die Secret Rooms, so Skyrim-mäßig aussehen, wo so überall Skelettköpfe in der Wand sind. Gibt es irgendwo was Spezielles? Achso, nee, ich weiß nicht. Die habe ich auch mal gesehen. Da ist einfach nichts. Das ist einfach wie so eine Sackgasse, ne? Ich dachte auch, da muss irgendwo ein Boss sein. Aber hier ist einfach gar nichts. Bosse gibt's allgemein in den Rugu Dungeons nicht. Spricht man dieses Wort eigentlich aus? Das ist eigentlich so ein französischer Wort. Rug. Rug. Ich kann das nicht, ich lass es lieber. Rug. 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 Fick dich, Veni. Fick dich einfach. Ich spreche jetzt, glaube ich, das ganze Projekt über schon falsch aus. Egal. Da ist noch ein Kohle gewesen, da will ich mal ganz kurz mir einen Sinicide-Bogen jetzt machen mit den 4 Onyx, die ich mir von dir geklaut habe. Gefunden. Was? Nix. Was? Die haben noch keine Textur, das ist ein kleiner Bug hier im Texture Pack. Ich habe jetzt einfach so lila, schwarze Punkte in der Hand. 4 Stück davon. Cool. Ja, cool, würde ich auch mal sagen. Bestimmt richtig swaggy aus. Ja, es ist Black Overload. Sinicide Bow. Da braucht man noch was für ein Onyx. Das heißt, ich muss mir noch einen 5. Onyx nachher von dir klauen. Oha! Oha! Übertreibt man nicht, Digga! Ja. Du kannst von mir auch noch Gastränen haben dafür, wenn du möchtest. Nee, kannst du doch nicht. War so klar, dass das kommt. Also wenn das hier nicht sortiert ist, Alter, ich weiß immer nicht, wo was ist und wie und weshalb und warum und wo und was und wie. Und das habe ich schon gesagt. Da sind 3 Gastränen noch drin. Ich weiß aber noch, dass hier noch mehr waren. Seidenweiß hat sich alle unter den Nagel gerissen. Nebenbei können wir auch nochmal nach dem anderen Zug. Ein Punchbuch. Ein was? Ein Punchbuch. Oh, Punch. OP. Irgendwie bringen die Bücher uns überhaupt nichts, dadurch, dass es am Amboss das Verzaubern einfach fast teurer ist als am Advanced Enchanter, ne? Müsste man vielleicht irgendwas drauf machen, Advanced Anvil oder sowas. Wenn es das gibt. Wäre schon cool. Hat sich Herr Weiß was alle Gas unter den Nagel gerissen oder sowas? Boah, ich hab noch wieder in die Lava gefallen in diesem scheiß Dungeon, das passiert mir viel zu oft. Ja, das macht dir wahrscheinlich nichts aus mit deiner Rüstung, ne? Ja, ein bisschen Damage krieg ich schon, aber... Ja gut, aber nichts nennt. Aber es ist halt nervig, wieder rauszukommen, das ist das Problem. Ja, stimmt. Wenn ich da gerade drüber nachdenke, ja. Stimmt. eine verfickte Gasträne noch, Mann. Ich weiß, dass hier noch welche waren, ich weiß es einfach. Wenn die alle weg sind, dann... Da. Raste ich komplett aus, weil da sind sie. Ich wusste doch, dass ich noch welche habe. Ich wusste es einfach so. Hier, Fusion Furnace, schnapp dir mal 4 Mithril Ingots, 4 Gastränen und 4 sehr gut texturierte Onyx-Steine und etwas Kohle natürlich noch. Wollen wir natürlich nicht vernachlässigen hier. Sehr gut texturiert musst du anmerken, damit abmerken, wie geil dein Texture-Pack ist und wie viel Mühe du dir gemacht hast. Richtig viel Mühe. So, jetzt müssen wir ganz zu wenig Kisten vorbeischauen. Nee, erstmal müssen wir noch... Kann man mit diesem Gast-Egg auch ein Gast spawnen? Ich will es nicht ausprobieren, weil dann ist er weg. Ich glaube nicht. Das Gast-Egg. Nein, kann man nicht. Gut, ich hab's jetzt einfach mal YOLO-mäßig ausprobiert. Wenigs Haus ist übrigens sehr hübsch, komm. Ich weiß nicht, was ich mache. Das ist extrem cool, oder? Das hat sonst niemand.
Man lässt den Kopf schon wieder einfach so in der frischen Luft, Mann. Das sind wohl so in Erkältung. Evaidia's White Russian. Eine Milch mit Bane of Arthropods 4, Knockback 1, Fire Aspect 1. Dafür feiere ich diese Dungeons einfach. Wie oft bist du schon in solchen Dungeons gewesen, dass du schon mehrere davon hast? Das ist jetzt schon der dritte, den ich hier, glaube ich. Wozu alles? Ja, für die ganzen Goldblöcke und so weiter, die da unten sind. Ich hast du alle in Onyx mitgenommen? Am Beginn des Projekts rein und dann habe ich genug Blöcke für alles einfach nur. Das ganze Projekt lang. Muss ich nie wieder in so einen Dungeon. Okay, hast du den Rest deines Onyx mitgenommen, Vini? Oder versteckt? Im Fusion Furnace. Alles? Yep, hab's nur reingelegt, aber ist noch nicht am Brennen oder so. Warum hast du da Kobalt reingepackt? Weil ich mit Mithril verwechselt habe. Ach so. Hast du genug Mithril oder brauchst du aber jetzt ein bisschen was haben wir noch? Ich habe, glaube ich, genug. Schau mal in die oberste Kiste. Ne, ich bin schon wieder weg. Ich bin ja hier so schnell wie der Wind. Ja, hast du eigentlich aufgepasst, wann wir angefangen haben aufzunehmen? Wir sind jetzt bei fast 20 Minuten, glaube ich. Wir wollten eigentlich noch in den Eternal Forest, komm mal nach Hause jetzt. Raus aus deinem Rugu-Dungeon. Rugu-Dungeon. Ich komm gleich raus. Ein Goldblock nämlich haben. Und Diamanten. Dann will nicht gehen, hier ist es so schön. Schön warm, ne? Ja. Weil du gepupst hast. Das war nicht witzig. So, kann ich meinen alten Bogen aber schon mal deverzaubern? Oder entenchanten? Okay, ist nur 33 Level dafür. Disenchanten heißt das. Disenchanten, ja. Ich disenchante dich auch gleich mal. Okay. So, dann haben wir gleich einen neuen Bogen, wenn dieses Sinistite hier geschmolzen ist. Zwei Sinistite-Chunks schon mal da rein. So. Oder wir machen noch eine Folge und gehen dann in den Eternal Frost. Ich will erstmal schauen, dass diese Folge jetzt komplett funktioniert. Ich würde sie am liebsten auch erstmal heile hochladen, bevor wieder irgendwas nicht funktioniert. Okay. Um ehrlich zu sein. Sorry, aber. Nein. Ja, schon klar. So, während der Scheiß da immer noch schmilzt, können wir hier nochmal ganz kurz uns Trapdoors suchen. Dann machen wir jetzt noch einmal dieses Verzauberzeug da. Und diesmal klappt es auch wirklich, weil wir genug Jars aufgestellt haben. Sage ich jetzt zumindest. Also, ich kann es nicht versprechen. Ich muss jetzt immer dieses verdammte Fleisch essen, damit ich Speed 3 habe. So Joust-Meat oder sowas? Ja. Wenn ich diese Schuhe habe, dann nie wieder, dann einfach so den Sprint meines Lebens permanent. Ja, läuft bei dir dann, ne? Okay, das war schlecht. Falls ich überhaupt verstanden habe, was ich damit sagen wollte. Ja, klar, habe ich verstanden. Klar, hab ich verstanden, schreibt's mir in die Kommentare. Wo kam hier so ein verdammter Zombie her? Wo spawnen die? So, dann kann hier jetzt mal diese 8 Trapdoors rein und wieder ein Stück Kohle. Ja. Lieber noch mal ein Stück Kohle auf Vorrat. So, jetzt ist die Frage, wir haben wieder 0 R-Punkte. Ne? Das heißt, haben wir überhaupt noch genug R-Zeug, um Luftpunkte zu bekommen? Ich weiß noch nicht mal, wo R drauf ist. Scheiße mal. Kacke mal. Doof. Aspect of Magic, wo ist R drauf? Da. Kuchen. Auf Bedwalker 10 drauf, auf Zuckerrohr wäre was drauf. Okay, und auf Wildgras ist Luft drauf. Das ist interessant, warum ist auf Wildgras Luft drauf? Warum ist auf Wildgras Luft drauf? Das ist eine sehr gute Frage. Im Fall für Galileo Mystery. Mystery! Okay, noch 2 Zuckerrohren und dann können wir da einfach mal in der Smeltery smelten. Ne, in dem Dingens da schmelzen und da brauchen wir noch wieder 8 irgendwas anderes Punkte. Wenn ich jetzt wüsste, was dieses irgendwas anderes ist, dann wäre ich glücklich. 8 Punkte auf. Rogu wahrscheinlich. Potentia. Nee, hier nicht Rogu. Ugu. Potentia war auf Kohle drauf. Das heißt, ich kann Kohle einfach mit Kohle schmelzen. Kohlezeption. Dum. Eins, zwei, drei. Diese Punchbücher. Wie viel hast du denn davon schon? Ja, so in den Kisten habe ich schon ein paar gefunden. Aber ich nehme die nicht mit. Eine Luft erst, okay. Schmelz schneller! Mann, mach hinne! Okay, haben wir jetzt schon mehr? 2 Luft, ja! Und okay, 3 Gastrin habe ich gefunden, aber ich bin sicher noch nicht durch, aber ich gehe jetzt nach oben. Ja, das reicht. Komm. So, jetzt machen wir einen Sinistite Rotz daraus. So, 2 Stück. Und dann machen wir uns eine Sinistite Bogen. Best Bow in Game. Acquired. So. Wie viele Strings braucht man dafür? Weil ich habe gar keine. 3. Wir haben. Hey, du findest in diesen Rugu Dungeons. Ich werf die immer weg. Okay, das ist doof. Nein, was mache ich mit Strings? Außer einem Bogen. Wolle, zum Beispiel. Wer macht Wolle? Don't ask me. So. So, Punch 1. Kann ich auch noch Infinity? Nein, ich kann nur Flame oder Infinity machen. Und wie viel Level fehlen mir dann? Wenn ich Infinity mache, fehlen mir jetzt noch 2 Level, ne? Kristalle, macht eure Arbeit! Gib mir Level! Schneller! Geht sicher nicht mehr aus, als wenn wir in den Frost gehen, die Folge. Ja, ich weiß. Ein Level noch! Los! Zieh, Kristall, zieh! Extra Arschloch. So,
bin ich Level 11 und jetzt kann ich noch Flame drauf haben, dann will ich den perfekten Bogen. Perfekte Bogen. Flame, Power, Unbreaking und Infinity. Und dann auch noch Sinistide. Ich glaube, jetzt machen wir sogar Leuten mit vernünftiger Rüstung wieder Schaden. 8, 8 und 8. Und hier liegt doch ein... Der beste Bogen im Spiel, den du jetzt hast, ne? Ich würde es einfach mal so behaupten, bis wir Soundcraft updaten, dann gibt es einen Knochenbogen. Den ich... Also ich habe ihn noch nicht ausprobiert, aber den ich von dem, was ich gelesen habe, hier besser einschätze. Weil der einfach schneller schießen kann und stärker und ja, schneller und stärker. Steht da zumindest bei, ich weiß nicht... Wobei, die gehen ja von den normalen Bögen aus. Keine Ahnung, werden wir schon rausfinden. So, jetzt fehlt wieder etwas Greatwood Holz. Holz. Ey, übrigens. Wundere dich nicht, wenn die nächsten Folgen dann mal irgendwann so ein richtig fetter Baum neben deiner Skybase steht. Nee, ich hab doch auch schon gesagt, das ist okay, mach ruhig. Ich hab ja kein Problem. Ich werde den aber nicht bauen jetzt, sondern ich werde so ein Ding ins Pflanzen, so ein Sacred Oak. Kennst du die? Die kann man pflanzen? Droppen die ja, normale Setzlinge? Ja, ich hab einen Zeppling in dem Graveyard Dungeon in der Bosskiste gefunden. Oh, wie viel Boss hast du in so einem Graveyard Dungeon schon gemacht? Einen, aber ich hab den Wither Spawner abgebaut. Ernsthaft? Ja, ich hab nicht gewusst, dass es ein Wither Spawner ist, als ich das erste Mal dort war. Schön. Gut gelaufen, würde ich mal sagen. Das konntest du einfach so abbauen? Ja, klar kann man den auch so abbauen. Okay, ja, ich hätte gedacht, dass das dann einfach unkaputtbar ist oder so. Irgendwo muss noch Greatwood Hall sein, das weiß ich. Nach all dem, was ich gefarmt hat, da war eins. So, können wir uns jetzt noch dieses Sword of the Sapphire auch endlich mal vernünftig machen. Endlich! Wofür machst du dir das? Zum Haben einfach mal und zum Zeigen vor allem, wie das funktioniert mit dieser Runic Matrix. So, also, jetzt funktioniert das Ganze auch, wenn wir... Ich guck lieber nochmal zur Sicherheit nach. Schad, Diamant, Schwert, Block. 8 Motus, 8 Luft und 8 Potentia. Los! Wir müssen noch gleich beenden, wenn du damit fertig bist. Ja, hol die Essenzen. Los. Motus und dann noch Potentia. So, eine Schad aufgesaugt, zweite Schad aufgesaugt. Fleisch geht viel zu schnell weg. Das Diamantfleisch, Diamant aufgesaugt und jetzt noch das Holz aufsaugen und dann haben wir eine Sword of the Sapphire. Das kann eigentlich überhaupt nichts Besonderes, außer dass man damit fliegen kann. Aber ja. Kann damit mittlerweile fliegen? Ja. Echt? Ja. Was? Nicht wirklich gut, aber man kann damit fliegen. Ich komme irgendwo. Durch Slowfall fliege ich ja sowieso noch viel, viel besser. Ich komme jetzt eben zu dir. Bist du bei deinem Haus mittlerweile? Gleich. Ich komme gerade mit Speed 3 an. Bam. Hallo, ich bin bei dem Haus. Hallo. Jetzt warten wir noch auf Veni eben und dann wird das doch nicht mit Eternal Frost jetzt so. Boah, das ist mein Luftballon in der Luft gespawnt und nicht im Wasser. Ach, Pam! Ja. Oh, der macht sogar 7 Herzen Schaden. Ja. Guck, hier kann nicht mitfliegen. Beim Blocken halt. Du gehst immer höher. Recht langsam, aber vorhanden. Aber was halt viel besser ist, im Psalmonomicon gibt es auch einen, aus Psalmic Tinkerer gibt es den Rand Focus of Uprising, den müsste ich nächste Folge machen. Damit kann man wirklich fliegen. Okay. 2 Federn braucht man dafür, 4 Netherquartz, ein Enderperl und ein Luftschad. Hast du zufällig 2 Federn? Na, wobei, wir haben selber das meiste auch. Wobei, Flo hat sich da irgendwann... Warte mal, da muss man mit Real Barren reintun, oder? Ja, du musst Barren erst schmelzen. Oh Mann. Ah, ich hab sogar mitgelingert. Hast du sogar fertige schon? Du hast aber echt nur Erz und sonst Kram, ne? Du hast nichts irgendwas Holzmäßiges oder. Du hast. Nee, wer bin ich denn? Freezerwald, ich dachte schon, du hast 3 Stapel Diamanten. Nee, ich hab aber. Okay, du hast 3 Stapel Diamanten, wenn du die Blöcke zu Diamanten machst. Deswegen mach ich die ganze Zeit Dungeons. Ja, aber was willst du mit so vielen Diamanten? Die kannst du niemals im ganzen Projekt aufbrauchen. Ja, keine Ahnung, aber ich hab's auf jeden Fall. Ich hab's jetzt nicht mehr. Ich hab's. So, aber hier ist jetzt sonst weiter. Was mach ich wohl an deiner Kiste? Keine Ahnung, rumgammeln. Okay, aber während. Was hast du für eine Waffe ganz kurz? Ich will mal ganz kurz sehen, wie viel Schaden ich noch kriege jetzt mit so 2 Amethyst-Rüstungsteilen. Okay, box also ich habe ein Tyrium Sword mit Sharpness 5, Fire Aspect 2. Ja, box mir einfach. Ich habe keinen Null Schaden Damage. Bekommen. Null. Lol. Mach nochmal. Nur das Feuer. Nee, ich krieg durch Feuer jetzt Schaden. Warte mal, hast du Wasser hier? Da. Oh, Wasser. Das muss ich mir jetzt eben heilen. Toll. Vor allem, ich hab noch nicht mal Resistance durch die Kristalle drauf, ne? Ich glaube, die Rüstung ist einfach zu OP. Hau mich, box mich mal eben. Ich krieg einfach durch dich keinen Schaden. Krass. Ja, ich feier das. Ich glaube einfach, 2 Amethyst-Rüstungsteile, die ich jetzt habe, sind einfach besser als... Na gut, wenn die Hose 5 gibt, muss das Oberteil noch mehr als 5 geben. Und ich glaube, ab 10 Punkte hat man 80% Rüstungsschutz, ne? Ich glaube, das muss ich mir auch holen. Also ein Rüstungspunkt gibt 8% Schadensreduktion. Das heißt, wenn ich über 10 Punkte habe, das heißt, ich habe...
Wenn ich 12,5 Punkte habe, habe ich 100% Schadensreduktion. Das heißt, mit etwas Glück haben wir diese 12,5 Punkte Rüstung und sind unbesiegbar. OP. Wir sollten jetzt beenden übrigens. Ja gut, dann beenden wir die Folge mal. Schreibt in die Kommentare, was ihr zu dem ganzen Zeug sagt und schaut bei Veni vorbei. Den Anfang seiner Folge kennt ihr noch nicht. Ja, schaut bei Nordo vorbei, wie am Anfang plan mich zu töten, ist doch nicht gut. Weil du könntest mich so easy killen, einfach weil ich noch nichts. Das habe ich sogar gesagt am Anfang meiner Folge. Echt jetzt? Ja, ich habe gesagt, wir bringen Veni heute um. Nein, Spaß. Aber wenn du möchtest, komm ich noch eben vorbei. Also dann überziehe ich auch extra dafür. Jetzt überziehe ich dafür. Okay, ja dann. Danke fürs Zuschauen. Er lockt sich jetzt nicht aus. Und tschüss. Fick dich, mein Pfeil ist sogar gerade noch geflogen. Ja gut, bis zum nächsten Mal und tschö. Ciao.